da kann das, was der Buddhismus jetzt an Instrumentarium anbietet, weiterhelfen. Aber zuallererst vom Verständnis her. Dass es tiefer geht, also dass es wirklich auch klar ist, es gibt Leidenszustände, die wir mit dem Krankheitsbild, das wir alle gelernt haben, oder den Krankheitsbildern, nicht oder schwer beschreiben können. Und ich weiß, viele meiner Kolleginnen und Kollegen und ich selber stehen oft genau an dieser Grenze. Da geht es weiter, aber die Frage ist, abgesehen jetzt von der Honorarnote, die ich stelle, wo ich dann irgendwas draufschreiben muss, kann ich da folgen, kann ich da hineingehen? Und was gibt mir, Sicherheit ist das falsche Wort, aber was gibt mir sozusagen die Leitlinie, an der ich mich weiter bewegen kann? Und wenn ich dieser Frage folge, behaupte ich jetzt einmal, kann ich sehr wohl mit Hilfe erstens einmal der Intention Befreiung, also nicht mehr sozusagen Befreiung von etwas, sondern Intention Befreiung. Und dem Wissen, okay, irgendwo kann ich da ansetzen, kann irgendwo über die Weisheit, über den Lebensstil, über die Lebensführung, über die Vertiefung zu etwas kommen, ja, was eben die Mystiker zum Beispiel kennen als Zustand. Etwas in mir bildet sich dann erst heraus, wenn ich alles andere loslasse. Erst dann. Das ist diese berühmte Zen-Geschichte, wo ein Mann vor einem Tiger davonläuft. Ich weiß nicht, ob Sie kennen, wie Sie nicht langweilen. Mann läuft vor einem Tiger davon, er rennt. Plötzlich vor ihm ein Riesenabgrund, ja, über den er ihn wegschießt. Er hält sich gerade noch an einer Wurzel fest, die da irgendwie aus dieser Felsenwand herausragt. So, jetzt hängt er da. Oh, der Tiger fängt an zum Graben. Will ihn natürlich irgendwie haben, will die Wurzel ausgraben und dann frisst er. Unten ein gähnender Abgrund, nichts. Also er weiß, wenn der das schafft oder nicht. Und er fällt da runter, er lässt aus, er ist platsch. Und dann sieht er ein Mäuslein, das daherkommt und anfängt an seinem Ast, an seiner Wurzel da zu knabbern. Und direkt vor ihm, in der Felswand, ist eine Erdbeere. Und er pflückt sie. Und er isst sie. Ach, wie war sie süß. Das heißt, wir schalten um. Es wird also im Buddhismus genannt Jhana. Ableitung ist dann Jhan und dann das, was hier im Westen gekannt wird, Zen. Und Jhana ist nicht die Sitzmeditation, auf das wird immer wieder hingewiesen. Jhana ist der meditative Grundzustand, der uns möglich ist als Menschen, der jedem möglich ist. Ganz wurscht, Buddhismus ist nur ein Werkzeugkasten, nichts sonst. Und dieser Zustand schaltet eine andere Wirklichkeit ein. Wir kennen das heute aus der Gehirnforschung. Wir sehen, ja? Wir können das wirklich beobachten, wie plötzlich unser Gehirn anders funktioniert. Und ich selber habe das erfahren 1980. Da hat der Adolf Hohl einen Film, also er hat eine ganze Serie über die 5 Weltreligionen gemacht. Und beim Buddhismus ist er natürlich, da im buddhistischen Zentrum, das ich damals geleitet habe, aufgetaucht und hat gefilmt.
Und dann hat er mal von seiner Not berichtet, dass er gerne, gerne irgendjemanden hätte, der vor einer Filmkamera sich hinsetzt, sie vertrauten lässt, sodass man sieht, was passiert in der Meditation. Damals war ich auch noch jung, ich war keck, ich habe gesagt, das mache ich da. Bin nach München gefahren und habe mich dort hingesetzt. Professor Kugler, Kamerateam, Schreiberich, damals war das noch nicht so, 1980 gab es noch die schönen Schreiber, keine Bildschirme. Und habe einfach meditiert. Die Linien sind, wie damit nicht angeben, sind schön gerade geworden, ganz ruhig. Und dann ist was passiert, was ich aus meiner Praxis gekannt habe und wovor ich von einigen Meditationslehrern immer wieder gewarnt wurde. Die haben immer gesagt, die Gedanken, du musst die Gedanken stoppen. Fang sie ab, Gedanken sind die Feinde. Natürlich Gedanken gehabt. Dann habe ich natürlich die Gedanken gehabt, ich darf keine Gedanken haben. Und so weiter und so fort. Und dann war der Versuch zu Ende. Und dann hat mir der Herr Professor Kugler mein Protokoll gezeigt. Und an den Stellen, an denen ich dachte, war kein Unterschied. Die Linien waren immer gerade. Und da habe ich was gelernt. Das war für mich sehr, ich war wirklich sehr dankbar für das, weil das hat mich aus einer Fehlhaltung befreit. Weil es gab auch andere Meditationslehrer, die einfach gesagt haben, wenn du merkst, dass du denkst, geh einfach wieder zurück zu deinem Meditationsobjekt. Ohne Ärger, ohne Aufregung. Einfach nur, okay, geh wieder zurück. Und dann habe ich gemerkt, die haben recht. Weil der Meditationszustand, wenn er einmal umgeschalten ist, das ist so ein Prozess, der hat damals also bei mir gedauert ungefähr 35 Sekunden. Und dann waren die Linien gerade. Da bin ich noch mehr gesessen als jetzt. Aber das Wichtige war, der ist stabil, der ist immer da. Und ich brauche eigentlich nur wieder zurückkehren. Das heißt, ich habe in der Zwischenzeit eben als körperorientierter Therapeut natürlich auch beobachtet. Und jetzt habe ich den Geschmack von Meditation. Ich weiß, wann ich in Meditation bin. Ich weiß es. Und ich weiß, dass das so ein stabiler Zustand ist, dass mich der nicht, wirklich nicht verlässt. Außer ich sterbe ganz massiv oder ich muss was anderes tun, ich muss umschalten, zurückschalten. Das ist eine andere Geschichte. Aber solange ich das nicht tue, bin ich in dieser Meditation.